Danke. Ja. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Till Frey, mein Name. Danke für die nette Anmoderation und tatsächlich, ich arbeite im Konzern und ich möchte heute ein bisschen was über das Leben oder das Überleben im Konzern erzählen. Jetzt denken vielleicht viele von euch, oh, ich bin noch Start-up, was habe ich mit denen zu tun? Aber irgendwann kauft euch ja Google für 1 Milliarde, ne? Und dann zack, seid ihr auch im Konzern. Was zeichnet so ein Konzern aus? Wir haben unglaublich viele Hierarchiestufen. Bei uns sind das so gefühlte 83 und ich bin so auf Stufe 83. Also ganz unten. Ich vergleiche das mal ganz gerne mit so einer Nahrungskette. Oben der Mensch und dann, keine Ahnung, kommen irgendwelche Fische und ganz unten Plankton. Das bin ich. Ganz unten. Aber das ist dieses mit den Hierarchien, das ist nicht nur im Konzern. Ne? Ich habe mal in einem ganz kleinen Unternehmen gearbeitet, 35 Mitarbeiter. Jetzt ratet mal, wie viele Hierarchiestufen wir da hatten. 40. Das ist gut. Ja, 35. Ja, da ist jeder Mitarbeiter eine eigene Hierarchiestufe. Weil, ja, so gefühlt, da ist einer 3 Monate länger dabei und denkt, er wäre was Besseres. Ne? Weil er schon weiß, wie die Kaffeemaschine geht, wie man Druckerpapier nachbestellt. Und wie ist das zu arbeiten im Konzern? Ne? Stellt euch das mal so vor, ganz oben im Unternehmen der Vorstand. Ne? Dann kommen die 83 Hierarchiestufen, dann ich. So, jetzt gibt es Arbeit im Konzern. Der Vorstand, ne, hat die Arbeit, stellt euch mal vor, die Arbeit wäre eine Kugel. Der gibt die oben rein ins System. Ne? Und die Hierarchie ist wie eine Kugelbahn. Dann geht das so. Bup, bup, bup. Die ganze Hierarchiestufe entlang, 80, 81, 82, bupp, hab ich sie. Die Arbeit, ganz unten, ne? Auf Stufe 83. Man kann sie nicht weitergeben, die Arbeit. Ne? Ich bin also im wahrsten Sinne des Wortes Arbeitnehmer. Hm? Da kommt das her, das Wort. So, kein Praktikant da, scheiße, hab ich sie. Also Arbeitgeber, ich Arbeitnehmer, Arbeitgeber und dazwischen die, das sind alles die Arbeitabgeber. Ja. Und ihr habt schon vielleicht so ein bisschen rausgehört, meistens ist es nicht so toll auf der Arbeit. Ich habe auch einen Wahlspruch, der klebt bei mir am Computer. Ist aus der Bibel, habe ich einen schönen Spruch gefunden aus der Bibel. Und zwar Hiob, aus dem Buch Hiob, Kapitel 3, Vers 25. Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Ja. Klingt ein bisschen negativ, ne? Aber gibt auch gute Tage, freitags zum Beispiel. Da ist die Woche fast zu Ende. Ich freue mich immer, vielleicht mal eine Umfrage, wer freut sich auch immer aufs Freitags? Mal klatschen. Am allermeisten. Ja, gibt es ruhig zu. Wer freut sich, Gegenprobe, wer freut sich auf montags? Auch mal klatschen. Ja, das merkt man, ihr habt Spaß. Wenn ich manchmal in Konzernen unterwegs bin, ne, auf irgendwelchen Betriebsfeiern, ihr glaubt, dass die klatschen bei Freitags, als ob Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist. Ne? Und bei Montag so einer, der hat es nicht mitgekriegt. Oder irgendwie so ein Rentner, den sie noch eingeladen haben. Die klatschen immer. Montags, Mittwoch, Donnerstag. So, es gibt noch einen anderen schönen. Manchmal ist es nicht nur der Freitag, der schön ist, ne? Weil manchmal gibt es auch gute Tage. Manchmal komme ich von der Arbeit nach Hause und dann fragt meine Frau mich, Till, wie war es auf der Arbeit? Und dann sage ich, heute war gut. Heute gab Currywurst. Ich freue mich auf Currywurst. Wie geil ist das, ne? Was ist mit mir los? Ja? Weil es war auch nicht immer so. Ne? Ich arbeite jetzt 8 Jahre dort und in den ersten Jahren, da dachte ich noch, ich wäre voll auf der Karriereleiter. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ist gar keine Karriereleiter, ist ein Hamsterrad. Weil von innen gesehen sieht das Hamsterrad nämlich aus wie eine Karriereleiter. Das schon immer, warum wird mir so schwindelig hier, ne? Wurr, wurr, wurr. Ja, ist aber so. Und Lob, Anerkennung, auch ein Riesenthema. Gibt es kaum bei uns, ne? Das größte Lob meines Chefs ist, können wir so machen.
Ja, können wir so machen, weißt du? Ich meine, das ist so wie, ähnlich wie die Liga, wenn ich nichts sage, dann ist das Lob genug. Und ich denke, man kann meinem Chef nicht reinkommen und sagen, Mensch, still, können wir so machen, ja, das ist genial, so wie es ist, sag mal, war der Mädchenname deiner Mutter vielleicht Einstein, Hammer. Nein, macht er nicht, können wir es machen. Habe ich letztens gelesen, Theo Müller, das ist der von Müllermilch, ne? Der soll mal gesagt haben, das größte Lob für meine Mitarbeiter ist, wenn sie abends nicht entlassen sind. Geil, oder? Das ist so die Kultur, ne? Und das Allerschlimmste aber ist, ich war motiviert am Anfang, ja? Ich wollte was erreichen, ne? Ich meine, ich habe BWL studiert und kam in Unternehmen und wollte was erreichen, ne? Wollte was machen. Und dann habe ich gesehen, in diesen Strukturen, ne, bum, 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 da versuchen wir es zu erreichen, das ist ungefähr so, als ob du versuchst, mit einem Ruderboot einen Öltanker vom Kurs abzubringen. Kennt ihr dieses Bild? Das ist mein Lieblingsbild, das möchte ich euch mal aufmalen, ne, um das so ein bisschen zu visualisieren. Pass auf, ich habe hier einen Flipchart, das ist so geil oldschool, dass es schon wieder cool ist, ne? So, pass auf, das mache ich euch auf. Hier, stellt euch jetzt mal vor, ein Öltanker, ne? Ein Öltanker schwimmt, das ist jetzt sehr stilistisch, ne? Schwimmt auf dem großen, weiten Meer und dieser Tanker, ne, das ist mein Unternehmen, in dem ich arbeite. Was zeichnet so ein Tanker aus? Ja, der hat 3 Millionen Bruttoregistertonnen, 37 Kilometer Bremsweg, ne? Und fährt immer in die Richtung. So, 37 Kilometer Bremsweg. Jetzt sage ich aber, komm ganz frisch ins Unternehmen, bin höchst motiviert, ne? Und komm, pass auf, komm mit meinem kleinen Ruderbötchen hier an, ne? Voller Energie und hab nämlich gesehen, ne? Hier bin ich mit meinem Ruderbötchen, hab nämlich gesehen, nein, wir müssen doch eine ganz andere Strategie machen, wir müssen doch, ey Leute, wir müssen doch in die Richtung. Was bringt's? Pass auf, jetzt kaufe ich hier von meiner ersten Bonuszahlung, kaufe ich mir noch einen 5 PS Außenbordmotor, ne? Weil ich so höchst motiviert bin, ne? Und dann, was bringt's? Aber jetzt stell dich mal vor, mir gelingt es, den Kurs des Tankers, weil ich so stark bin, tatsächlich ein ganz wenig zu verändern. Also jetzt in der Theorie. Was nützt es denn? Denn in Wirklichkeit schwimmt dieser Tanker nicht auf dem großen, weiten Meer, sondern er ist untergebracht auf einem Swimmingpool. Und dieser Swimmingpool fährt auf einem Kreuzfahrtschiff. Und dieses Kreuzfahrtschiff heißt Konzern. Und das fährt immer in die Richtung, egal was passiert. So, das war der humoristische Teil. Jetzt möchte ich ein bisschen zum nachdenklichen Teil kommen. Ne? Weil das ist tatsächlich so das Gefühl, was man hat, was auch ich hatte und was viele Kollegen haben. Und ich habe dieses Bild mal einer neuen Kollegin, die auch sehr übermotiviert war, gezeigt, ne, um sie ein bisschen zu erden. Und mal ihr das so auf und frag sie so, was machst du denn jetzt? Und dann sagt die original, ich habe einen 10 PS Außenborder. Ja, nichts verstanden. Und die also wirklich, nach einem Jahr hatte die einen Burnout, das ist wirklich wahr, und ist halt in die Klinik gekommen. Ne? Und dazu wollte ich es nicht kommen lassen. Und ich habe für mich die Comedy gefunden, um da rauszukommen. Und ich habe hab mir alles voller Seele geschrieben, am Comedy-Programm gemacht. Das heißt, endlich Freitag, was ich halt präsentiere. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe mir gedacht, mit Comedy können wir noch mehr machen. Ne? Und zwar habe ich mich mit zwei Kollegen zusammengetan, und zwar mit dem Frank Eilers und Jörg Schumacher. Und wir machen Trainings für Unternehmen, wo wir sagen, wir möchten diese Skills
von Comedy den Unternehmen näher bringen. Was sind die Skills von Comedy, was wir haben müssen? Also wir machen Stand-up-Comedy und da sind riesige Schlagwörter authentisch sein, ne? Eine innere Haltung haben und Glaubwürdigkeit zeigen. Und das den Unternehmen zu vermitteln, den Mitarbeitern zu vermitteln, gibt halt einen Nutzen in dem Sinne, dass sie vielleicht besser präsentieren können, dass der Umgang mit Kunden, mit Mitarbeitern einfach authentischer, glaubwürdiger ist. Und wir haben uns B-Comedy genannt. Der Olli hat es am Eingang schon erwähnt, weil wir sagen, B-Comedy, sei Comedy, be yourself. Dankeschön. Das war's von mir. Applaus